So, meine Lieben, da sind wir auch schon wieder zu einem neuen Alan Wake Part. Mit mir, dem Stavo. Hallo. Ja, wir sind vor diesem Generator stehen geblieben. Wir brauchen ja diesen, ja, nenne ich das Lift, Seilzug, Gedöns. Komm, putt, da kommt er schon. Braver Junge. Und hoffentlich wird das eine bessere Fahrt als das letzte Mal. Das letzte Mal sind wir mit dem Ding gecrashed. Dann hat uns der Entführer geholfen. Aber oder die Raben kommen jetzt wieder. Die Kackraben. Dafür auch. Hier, warte, wie heißt das? Steht jetzt der Name nicht. Leuchtfeuer. Leuchtfeuer. Da, ich hab's gesagt. Dafür haben wir diese Waffe gebraucht. Wo mir der Name nicht einfällt. Lichtwaffe? Nee. Feuerkugelschutz. Oh, Alter. Ich denke mir gerade irgendeinen Namen aus. Ist aber auch cool. Da kommen sie wieder. Ja, haut bloß ab. Scheiße. So, da sammeln sie sich. Wollen über mich hinweg. Oh, da kommen die nächsten schon, oder was ist da los? Gleich habe ich es geschafft, Raben. Ah. Nein, nein, stürz nicht ab. Ich kann mich gerade nicht steuern. Alan! Ja, mir geht's gut. Es könnte... Warum einfach, wenn es auch schwer geht, oder? Warum? Ja, Alan Wake ist der Urvater von Uncharted. Nathan Drake? Ja, so ist er. Ja, dem ist auch eine scheiße Paar. Mist. Mist, ja. Knapp. Holy moly. Was war das denn? Wo kommt der überhaupt her? Dieser Riesenschatten hat das Ding wieder auf mich geworfen. Aber Kinder, wir haben es ja geschafft. Aloha, ey. Haben wir hier noch was? Die Dosen, die man ja irgendwie nicht anschießen kann. Ich weiß nicht. Oh, doch. Doch, es geht doch. Ja, bringt mir jetzt auch nicht viel. Darauf habe ich mich nicht spezialisiert. Eher mehr auf Kefke und die Manuskripte, wenn ich sie mal sehe. Also nein, das war ja falsch. Die Manuskriptseiten. Ja, komm doch gleich wieder, Gegner. Guck mal, wie dunkel das hier auf einmal wird. Da kommt doch gleich was auf mich zu. Hier, ja. Ne? Bam. Den nächsten da hinten kriege ich auch, aber mit der Pistole, das reicht mir. So, und du? Hast du Beschwerden? Ja, ausgewichen. Bam, bum, piff. Erledigt. Oder? Wow. Die Musik hört nicht auf. Doch, jetzt. Jetzt ist sie wieder normal. Naja, halbwegs. Da kommen doch gleich wieder Gegner. Schöne Gegnerz. Deswegen renne ich mal ein bisschen. Na, Alan Wake ist eh gleich wieder kaputt. Da keucht er und hechelt er schon wieder. Aber ich hab's gleich geschafft ins Licht. Und weg sind sie. Alles mitnehmen. Batterien haben wir genug. 20 Stück, okay. Cauldron Lake. Ja, das lesen wir uns auch mal durch. Cauldron Lake ist der 8-tiefste See der Welt und ein Caldera-See. Caldera-See, das habe ich noch nie gehört. Der sich in einem Vulkankrater gebildet hat. Der Vulkan kann als aktiv eingestuft werden, ist jedoch seit den vulkanischen Erdbeben von 1970 nicht ausgebrochen. Doch selbst dann war die unterirdische Aktivität vergleichsweise gering. Es entstand zwar Sachschaden, Todesopfer gab es jedoch keine.
Cauldron Lake ist einer der schönsten Plätze in der Gegend von Bright Falls. Um ihn ranken sich viele Sagen und Legenden der Einheimischen. Der See ist ein beliebtes Erholungsziel für die Bewohner des Gebietes. Aber nicht für mich. Mein ganzes Leben geht den Bach runter. Kapiert. Oh Mann. Da wieder mal einen rausgehauen. Wir schauen mal eben, was es da oben gibt. Ja. Was stimmt nicht mit dem Jungen? Was stimmt nicht mit mir? So, wir haben hier nichts. Nur dieses schöne Dreieck. Cool. Aber sonst nichts. Sonst ist da nichts. Hm, doch. Oh, ja. Besser kann's nicht laufen. Jetzt so eine schöne Hängebauch, Schwein, Leiter, Brücke, ne? Ganz vorsichtig, Alan. Wir rennen darüber. Ach nee, es geht nicht. Na, wie tief geht's denn runter? Ach, das geht. Das hält unser Raben. Ah, nee. Oh. Was will er denn da? Da kommt er. Da renne ich mal eben hin. Ja. Wechsel zu meiner Flinte. Na, das war cool. Das, ja. Ich hab's drauf. So ein bisschen ab und zu. Aua. Kriege eins auf die Fresse. Oh, voll daneben. Oh, voll ins Gesicht. Haha. Ah, oh, cool. Und Kefke. Ich dachte jetzt, dass die irgendwie, weiß nicht, die Seile durchschneiden oder sowas. Und wir machen eine auf Indiana Jones. Aber ging doch nochmal alles gut. Oh, warte, was haben wir hier? Pfeile. Die liebe ich doch so. Da finden wir immer so tolle Sachen. Ich möchte echt wissen, wer die da hinlegt. Das muss ja irgendjemand will uns doch was Gutes tun. Das ist die Lampenoma, die wir im Diner gesehen haben. Jo, jetzt habe ich's. Die läuft da rum und pinselt da irgendwas an die Wände. Natürlich. Warum bin ich nicht vorher drauf gekommen? So, eine Manuskriptseite. Und die kaputte Brücke überwunden. Wo geht's da? Was ist das? Kann ich da lang? Kann ich da lang? Sagt. Oh. Oho. Ah. Ja, nein. Komm. Anstatt dass wir uns da hochziehen, hauen wir alles kaputt. Ist ja wie in Minecraft hier. Einfach alles dicht craften, wollte ich sagen. Aber ich bin gerade sprachlos. Kaputtes Häuschen. Gruseliges Häuschen. Aber da wird doch mit Sicherheit. Wird da sein. Nee. Wie heißt er denn? Entführer Lee. Der ist da doch mit. Ich kann da aber nichts eindrehen. Gut, gehen wir einmal ums Häuschen rum. Oh, Kefke! Da kommen wir auch nicht rein. Was? Ich will meinen Kaffee! Was? Durch die Bergruinen gehen. Das sind doch. Das. Ah! Ja, natürlich. Erstmal in den Keller. Wir kennen es nicht anders. CN und TZ. Tom Riddle. I miss you, Tom Riddle. You talk to me on TV, Tom. Tom. I miss you, Tom. Did you write this? Tom. Das ist ein Navigationssystem, das kenne ich auch. I curse you, Thomas Zane. Warte mal. Tom. Das ist der.
Ist das nicht dieser, der vor mir, der in diesem See gelebt hat, in diesem Häuschen da, der die Bücher da geschrieben hat, die Gedichte? Wer war denn so vernarrt in ihn? Seine Frau? Oder? Die Lampenoma. Man weiß es nicht. Wir werden es noch erfahren. Aber erstmal schauen wir uns hier um. Guck mal, da liegt ja noch was. Schrotflintenmunition. Supi. Und hier? Jagdgewehrmunition nehme ich auch gern. Vielleicht bricht das Haus in sich zusammen. Da waren nicht die Leute von Obi dran. Ne, ist nicht stabil. Das ist ein Haus von Ikea. Das fällt sowieso gleich zusammen. Ah. Da habe ich mir die Seite eingebildet. Ich habe sie mir eingebildet. Oh, das bricht zusammen hier. Lass mich hier nicht austricksen. Ja, von oben kommt auch noch einer. Aber sowas von... da werfe ich noch eine. Aua. Nein, nein, nein. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Da kommt schon der nächste. Bleib mir... Uns geht es noch relativ gut. Und jetzt komm schon! An. Oh. Alter Schwede, ey, in diesen Kämpfen, da muss ich mich immer echt konzentrieren, ey. Heilige Scheiße. Aber ich habe sie vernichtet. Aber wie ich es gewusst habe, dass das einstürzt. Ich bin halt ein Hellseher. Können wir da... Oh ja, hier war mal ein Balkon. Das sah bestimmt alles mal wirklich richtig schön aus, aber... Das ist ja nur noch eine Bruchbude. Das Olli-Ikea-Haus. So, Mirror Peak Aussichtspunkt gelangen. Ja, ja. Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Und... Ja, Licht, also kann das ja nichts Böses sein, ne? Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Ein Menschen auf dem Boot. Sind Sie das? Wo ist er? Hey, ich bin hier! Ich komme! Nein, weg von mir! Tut mir leid, bitte! Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt. Ich hab's nicht gewusst. Ich schwöre es, ich hab's nicht gewusst. Was? Seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Sie ist vermutlich ertrunken. Wir haben nur behauptet, dass wir sie haben, damit er mitspielt, wissen Sie? Damit er für uns schreit. Bitte, bitte! Was passt? Tut mir so leid. Bitte! Tun Sie mir... Episode 3, Ende. Fuck. Das war episch. Und hier hört man wieder,
wunderbare Musik, die nicht von mir oder nutzbar ist. Und ich werde sie wieder überspielen mit der Band von meinem Kumpel. Und ich würde sagen, das ist ein toller Schluss. Ich weiß, wir haben gerade erst 15 Minuten aufgenommen, aber warum nicht? Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.